Heute ist Vatertag. Für viele Kinder in Berlin, Neukölln oder Duisburg eine echte Überraschung. Ich hab einen Vater? Cool. Ja, Vatertag. An diesem Tag wird also den Vätern gehuldigt. Und ich weiß, viele Frauen meckern ja über ihre Männer. Die würden sich gar nicht genug um die Kleinen kümmern. Und wenn sie dann mal Zeit haben, dann würden die nur Blödsinn mit den Kleinen machen. Und ich muss sagen, ich kann das so absolut nicht bestätigen. Ja? Wenn mein Vater mal alleine auf uns aufgepasst hat, hat er sehr viele sinnvolle Sachen mit uns gemacht. Und bei uns war es so, tatsächlich, mein Vater, der war ja immer arbeiten, von montags bis freitags. Samstags war dann FC, blieb also nur der Sonntag. Und er hat zum Beispiel Sachen mit uns gemacht. Er hat uns ganz spielerisch an die Wirtschaft herangeführt. Er hat uns nämlich zum Frühshoppen mit in die Kneipe genommen. Und da haben wir dann gelernt, was es heißt, für sein Geld zu arbeiten. Also wir haben so leere Gläser eingesammelt, zur Theke getragen, Tische abgewischt, Aschenbecher leer gemacht, Boden gefegt, besorgte Ehefrauen an der Tür abgewimmelt, neue Fässer angeschlagen, Deckel abgerechnet, Besoffene rausgeschmissen. Und dafür haben wir dann am Ende einen Karamellbonbon gekriegt, das uns die Füllung aus den Zähnen gezogen hat. Naja, es war schön. Und es hat uns Spaß gemacht. Und wir haben gelernt, Verantwortung zu tragen für den Biernachschub. Das war wichtig. Und guck mal, sowas hätte meine Mutter mit uns natürlich nie gemacht. Väter kümmern sich eben einfach anders um Kinder, aber nicht schlechter, ja? Und ohne diese Erfahrung würde ich heute zum Beispiel nicht wissen, dass man bei einem U-Boot den Schnaps erst am Ende ins Bier plumpsen lässt. Also, deswegen... Ohne meinen Vater wäre ich doch heute nicht hier, wo ich bin, ja? Und deswegen muss ich jetzt mal eine Lanze für die Väter brechen, ja? Denn ich kenne wirklich viele, die sich sogar sehr gut um ihre Kinder kümmern, ja? Die sich zum Beispiel auch Gedanken um die musikalische Früherziehung machen. Ja, hier zum Beispiel dieser Vater. Hier einige Vorschläge, wie Sie Vatertag am besten verbringen können. 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl, Männer, heute ist Vatertag. Ihr könnt endlich alles rauslassen, was in euch steckt. Heute müsst ihr sowas nicht ertragen. Oder sowas. Es ist grün. Mann, fährst du oder fahr ich? Endlich dürfen Männer ihren Hobbys nachgehen. Mal was Verrücktes tun. Am Haus rumwerkeln. Einfach nur Mann sein dürfen. Ihr könnt Sport machen. Neue Erfahrungen sammeln. Ich habe irgendwann mal in der Sauna einen Typ kennengelernt, der war halt beschnitten. Und da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt nicht ein Grund, den abzuschieben. Und der Schwanz war auch schön und der Typ war nett. Und dann habe ich gedacht, na, lass das kleine Ding mal ran. Und dann hat er zugestoßen. Also das war wie ohne Federung. Das ging ab wie ein Zäpfchen. Und ich habe geschrien wie am Spieß. Das war super. Und endlich mal zum Fußball gehen. Ganz alleine. Aber die meisten Männer wollen heute vor allem... Saufen! Saufen! Scheißarbeit! Und noch mehr saufen. Und noch mehr saufen. Nicht viele schaffen es, heute den ganzen Tag an einem Bier hängen zu bleiben. Oder Alternativen zum Alkohol zu finden. Und nur die wenigsten merken, wann mal Schluss ist und sagen: Wir gehen jetzt gleich nach Hause, wir sind müde. Aber Vorsicht bei der Polizeikontrolle. So verhaltet ihr euch da richtig. Sonst heißt es schnell: Scheiße, ich habe sogar 2 Boxer auf die Nase bekommen, nur weil ich da sitze. Am besten also zu Fuß nach Hause. Eure Frauen warten ja schon auf euch. Schnipp, schnapp, Eier ab. Und auch die Kleinen wissen, was man mit Papi machen sollte. Ein tiefes Loch graben, Wasser rein, Zitteraale, Haie und noch Seeschlangen. Männer, lasst euch nicht alles gefallen. Morgen seid ihr ja auch wieder der gute alte Papi. Nicht wahr? Papi geht nachher wieder Leute verhauen, damit der Kühlschrank voll wird. Aber am allereinfachsten ist es, wenn ihr den Vatertag einfach an euch vorbeiziehen lasst. Und ihr feiert stattdessen Christi Himmelfahrt. Ja. Gestern Gestern war Vatertag. Gestern war Vatertag, sprich heute ist Katertag. So läuft das. Ich habe gestern auch gefeiert. Gestern war Vatertag, deswegen habe ich auch gefeiert, dass ich noch kein Vater bin. Bin ich so den ganzen Vätern hin, so, ey, ihr könnt heute machen, was ihr wollt, saufen, mit Kumpels abhängen, ihr könnt euch richtig daneben benehmen. So wie ich das mache, jeden Tag. Manchmal bin ich halt ein bisschen zu ehrlich. Manchmal muss ich es aber auch sein. In unserer Rubrik Wahrheit oder Dicht. Ihr habt es letzte Woche vielleicht gesehen. Ich habe mit meiner Mama einen kleinen Wahrheitstest gemacht. Wir mussten uns gegenseitig sehr pikante Fragen ehrlich beantworten. Oder, wenn wir nicht beantworten wollten, einen kurzen trinken. Ein sehr aufschlussreiches Experiment. Und weil es so unglaublich unangenehm ist, mit seiner eigenen Mutter über Strafdelikte und über Sex zu sprechen, habe ich das Ganze nochmal mit meinem Dad gemacht. Hier ist die Vatertags-Edition von Wahrheit oder Dicht. Hast du schon mal eine Party gemacht, als wir weg waren, von der ich nichts weiß? Weißt du noch den ersten Lexus, den du hattest? Ja. Da bist du mal nach Barcelona gefahren. Ja. Nee, ihr seid nach Barcelona gefahren zum Urlaub und ich war zu Hause. Und dann bin ich mit dem Lexus von dir nach Berlin gefahren und hab da eine Party gemacht. Und bin Nein. Ja. Nein. Ja. Ich glaube 19 oder 20. Und bin mit dem Lexus und... Das hab ich auf der Fahrt auch gemacht. In welcher Stellung wurde ich gezeugt? Missionarstellung. Im Central Park? Nein! Im Central Park? Das ist richtig billig. Guckst du manchmal Pornos? Ich habe schon mal reingeschaut. Du? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Okay. Hattest du schon mal Sex in unserem Schlafzimmer oder in unserer Küche? Und ich bin 100% sicher, dass du sagst nein. Du Sau! In der Küche nicht. Du Sau! Doch, in der Küche auch. Hast du mir schon mal beim Sex zugehört oder mich dabei gesehen oder das mitbekommen? Nein. Nie, ne? Das ist so schnell bei dir meistens vorbei. Was ist deine Lieblingsstellung? Oh, das weiß ich von vornherein. Also, am liebsten bei dir im Lexus, muss ich sagen. Hattest du schon mal was mit einem Mann? Ja, heute ist Vatertag. Ich freue mich so. Ich habe tatsächlich einen Sohn, der nächsten Monat 14 wird. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ein guter Vater bin. Mein Sohn sagt schon, yo. Kann aber sein, dass das nur Mitleid ist. Ich glaube, so ein bisschen schämt er sich für mich. Weil ich peinlich bin. Ich glaube, dass ich peinlich geworden bin, schleichend über die Jahre. Dabei passieren mir einfach nur dumme Dinge. Und mein Sohn ist immer dabei. Tatsächlich bin ich ziemlich cool. Ich war zum Beispiel... Und das ist wirklich wahr, mit meinem Sohn und meinem Freund Olli, das ist so ein Klopper, beim Sport. Und ich muss Sport machen, weil ich halt verhältnismäßig alt bin, 4-mal die Woche. Gehe vom Crosstrainer runter, gehe am Spiegel vorbei und habe das Gefühl, ich habe abgenommen. Ich habe auf jeden Fall abgenommen. Ich sage zu meinem Sohn, Kind, habe ich abgenommen? Ich frage Olli, Olli, ich habe doch abgenommen. Und er sagt, ja, weiß ich nicht, wieg dich halt. Und ich sage, gute Idee, geh im Fitnessstudio auf die Waage. Und die Waage... explodiert in 10.000 Plastikteile. Von dem Geräusch angelockt kommt der Trainer und sagt zu mir, geh bitte von meinem Staubsaugerroboter runter, das ist tatsächlich so. Und was ist das für eine bekackte Scheiße, weil das Ding, das fährt den ganzen Tag schubbernd durch die Bude, wie so ein Transformer, und wenn es dann zurückkehrt in die Ladestation, sieht es original aus wie eine Personenwaage. Original! Das ist eine Pointe für 749 € genau, das rechne ich jetzt mit der Haftpflicht ab. Ich habe sowas noch nicht erlebt und das ist... Mein letzter Gedanke, als ich mich draufstellte, war auch, seit wann baut Vorwerk Wagen? Ich habe mich da so... Und das ist, ich muss es abrechnen, mein Sohn fand das peinlich, dabei ist das einfach ein Zeichen nicht genauer Beobachtung. Anderes Beispiel noch. Ich will nur wissen, dass, für mich ist das vollkommen normal. Ich habe meinen Sohn mitgenommen in Urlaub, was ein feiner Zug von mir ist. Und dann wollte der morgens frühstücken. Das sind Dinge, die ich nicht kann. Das habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt. zwischen 6 und 10 frühstücken nur Baggerfahrer. Kein Mensch, der Urlaub macht. Also stehe ich meistens um 9:59 Uhr in Unterwäsche im Frühstücksraum und schreie nach Kaffee. Ich kann das nicht. Aber ich bin mitgegangen, musste Sonnenbrille aufsetzen, weil ich so die Klüsen zu hatte. Ich kann morgens, kann ich Sonne nicht ab. Ich war auch lange nicht mehr morgens wach. Deswegen, noch nie. Deswegen könnte ich auch kein Arzt werden, glaube ich. Zum einen, weil ich kein Abi habe und zum anderen, ja, hat nie hingehauen. Ich war mäßig in der Schule. Und zum anderen, weil ich morgens gar nicht operieren könnte. Ich weiß nicht, wer das kann, morgens um 8 Uhr ein Herz transplantieren. Ich würde nicht. Ich würde da in die offene Brusthöhle mit dem Knoppers reinkrümmeln, schätze ich mal. Und dann ist wieder nur Ärger. Was tun Sie da, Herr Doktor? Warum ist 9:30, weißt du? Und da hat kein Mensch... Es spielt auch keine Rolle. Jedenfalls waren wir im Frühstücksraum und ich schlich da rum. Ich hatte weder Hunger noch konnte ich Licht gut haben. Sonnenbrille, bis der Arzt kommt, zappenduster. Stelle dann aber fest, am Buffet ist Mousse au Chocolat. Die großartigste Substanz des Planeten. Man kann es nicht anders sagen. Da geht nichts mit. Mousse au Chocolat wiegt nichts insgesamt. Ein Zimmer voll wiegt, weiß ich nicht, 200 Gramm. Ein Löffel hat etwa 8000 Kalorien. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Ob das vorher atomar abgeschossen wird oder so, spielt auch keine Rolle. Jedenfalls dachte ich mir, gut, 9:30, ich bin hier, ich bin angezogen, dann frühstücke ich eben Mousse au Chocolat. Dekadent wie Ludwig der 14., bitte, ihr wollt es nicht anders. Und habe mir eine Schüssel voll gekloppt. Also Schüssel ist schon ein zu kleines Wort dafür. Ein Eimer Mousse au Chocolat, turmhoch, aufgebaut, aufgetürmt, mitgenommen zum Tisch. Ich glaube nicht an das Konzept des Mehrfach zum Buffetgehens, das ist nur was für Luschen. Man steht sich ja nur im Weg da. Und dann habe ich mir den, also sowas von vollgewämst, mich hingesetzt, einen Esslöffel genommen. Auch Dessertlöffel machen nur. Und dann habe ich mir einen so kapital angehäuften Löffel Mousse au Chocolat ins Maul geschoben und direkt darauf festgestellt, Leberwurst. Tatsächlich wirkte es, ja. Die Leberwurst wirkte durch die Sonnenbrillengläser bedeutend dunkler, als man es gemeinhin... Sie war überhaupt nicht rosa, das kann man nicht sagen. Es war eher ein dunkles Mousse. Und ich habe dann meinen Sohn gezwungen, nach und nach die Leberwurst zurück zum Buffet zu bringen. Das ging nur in den Hosentaschen. Ich wollte die da nicht stehen haben. Und da war er offen gestanden schon ziemlich angepisst und fand mich peinlich. Ich weiß nicht, müssen Sie entscheiden. Also wie gesagt, keine Ahnung, ob ich irgendwie ein guter Vater bin, aber ich bin... zumindest aus reiner Dummheit, immerhin von einem gewissen Unterhaltungswert. Mehr kannst du da nicht machen. Schönen Vatertag. Danke. Jetzt kommen wir zur Sendung Britt. Ja? Bei Britt, bei Sat1, ging es um einen Vaterschaftstest. Dort war eine junge Frau, die Anja, die können wir gerade mal zeigen. Das ist die Anja. Ja? Anja war bei Britt zu Gast und ja, wusste nicht genau, wer unter Umständen der Vater ihres Kindes sein könnte. Ja? Sie ist also schwanger geworden, auf einer Party, war es, glaube ich, oder? Während einer Party schwanger geworden. Ja? Und ja, jetzt, wer ist der Vater des Kindes? Und Britt will da ein bisschen helfen. Und schauen Sie mal, hier kommen die 3 Kandidaten, die in Frage kommen. Ja? Das hier ist der Wolfgang. Ja? Dann könnte es auch noch der Peter sein. Das ist der Peter. Oder ist es der Peer? Ja? Das sind die 3, die als Vater in Frage kommen. Sie sind sich selber aber auch nicht genau sicher. Und jetzt wird Tanja natürlich gefragt, was wäre denn von diesen 3 dein Wunschkandidat? Ja? Und schauen Sie bitte, was sie sagen. Hast du jemanden, den du dir besonders wünschen würdest? Nein. Gar nicht. Nein. Nur Überraschung ist alles. Du willst eigentlich mich überraschen lassen. Und du willst eigentlich keinen davon als Vater für dein Kind haben, aber einer von denen ist es. Wobei ich mich ja nach wie vor... Wenn das keiner von uns ist, wer ist das dann? Wer kommt dann noch in Frage? Das ist meine Frage. Da kommt nämlich keiner in Frage. Bist du sicher? Ja, da bin ich mir sicher. Ja, also, jetzt wird sie gefragt, wer, wenn es denn keiner von diesen ist, könnte es denn sein? Sie sagt, nein, da keiner, wenn, dann muss es einer von diesen 3 sein. Ja? Und Britt fragt dann noch mal genauer nach. Also wenn, ich meine, wir wissen es natürlich nicht, aber wenn da jetzt zufälligerweise rauskommen sollte, dass gar keiner der Vater ist, was machen wir dann? Dann wüsste ich vielleicht, wer das ist. Ja, ein ziemliches Durcheinander dort also. Und jetzt wird aufgelöst, wer der Vater sein wer der Vater ist. Ja? Und zwar wurden Tests durchgeführt von der Redaktion von Britt, also nicht von der Redaktion selber, natürlich haben das zu einem Institut geschickt. Aber auch gut die Vorstellung, oder? Dass die Redakteurinnen von Britt sagen, hier, wie kann man das denn nachweisen eigentlich? Hier hast du ein Glas. So, und dann? Nein, Blut abnehmen und so, ne? Jedenfalls haben sie das Ergebnis angefordert von einem Institut. Und es wird schön gemacht, ein bisschen wie bei Wer wird Millionär? Da kommt so ein Spot auf einen. Ist es der Peer? Ta-da-da-da-da-da! Ja? Achten Sie mal drauf. Jetzt gleich sehen Sie. Und achten Sie mal bitte auf die Reaktionen, ja? Nachdem das Ergebnis für den Einzelnen verkündet worden ist. Und auch achten Sie drauf, was am Ende des ersten Ausschnitts einer der beiden Kandidaten der anderen, ja, sagt. Schauen Sie hier. Wir gucken mal, was der Vaterschaftstest sagt. Wir haben dich getestet, wir haben Tanja getestet und wir haben den Gary getestet. Negativ. Durchgekommen. Also, das Humatrix-Labor hat diesen Test durchgeführt. Es kommt raus, der Ausschluss der Vaterschaft bei einer solchen genetischen Konstellation ist nach internationalen Standards 100%ig. Du bist nicht der Vater. Also hast du doch Luft im Sack. Haben Sie das gehört? Der Kommentar, oder? Also hast du doch Luft im Sack. So, und jetzt geht es natürlich weiter. Wer ist denn jetzt der Vater? Schauen Sie, der nächste Kandidat. Bei den getesteten Personen kommt der Ausschluss der Vaterschaft ebenso raus, wie es bei Pierre der Fall war. Auch du bist nicht der Vater. Ja. Der ist schon mal nicht. So, jetzt ist die Frage, ist es der Letzte tatsächlich? Und jetzt achten Sie mal bitte darauf, ja, wie die anderen beiden sich freuen und ihm nachher gratulieren. Das ist sensationell. Schauen Sie mal bitte. Durchatmen, das ist Wolfgang mit einer Vaterschaftswahrscheinlichkeit von 99,9999. Mein Gott. Super. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er sich über die Gratulation so freut, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob es der Vater ist. Ich glaube ja, es waren... Alle drei zusammen. Ihr habt es mitbekommen, mein Name ist Tutty, aber mein richtiger Name ist tatsächlich Thomas. Meine Mutter mal gefragt, Mama, was war damals los? War sie etwas übermotiviert mit der Integration? Und außerdem, warum Thomas? Warum nicht Jens? Meine Mutter guckte mich an und sagte, weißt du was? Sei froh. Dein Vater wollte eigentlich Huanson. Wo ich mir denke, Huanson könnte mein Vater wenigstens aussprechen. Ja, zu mir sagt er heute immer noch, Tomat. Ich versuche noch zu korrigieren. Ich sage, Dicker. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich sage, Vater, das heißt Thomas. Ja, ich weiß. Ich sag doch, Tomat. Also meine Eltern haben jeweils zwei deutsche Namen, ne? Ohne Witz. Meine Eltern sind damals Mitte, Ende der 70er als sogenannte Boat People von Vietnam nach Deutschland geflüchtet. Ne? Wie der Name schon sagt, die sind mit dem Flugzeug gereist, genau. Haben sich einbürgern lassen, haben ihre deutschen Pässe bekommen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie mein Vater richtig stolz mit seiner deutschen Flagge aus dem Flieger steigt. Wow. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Haben sich einbürgern lassen, haben die deutschen Pässe bekommen und gaben sich jeweils dazu Philipp und Bettina. Philipp, Bettina, Thomas, uns nimmt man als Vietnamesen nicht mehr ernst. Mein Vater ist wirklich der Geilste, er schreibt seinen Namen heute immer noch falsch. Ja, letztens einfach so mit Philips. Ey Leute, ohne Witz, mein Vater ist wirklich der wahre Grund, warum ich mit Stand-Up-Comedy angefangen habe. Gibt jeden Tag so viel Scheiße von sich. Kennt ihr das, wenn ihr beim Vietnamesen essen geht? Ja, ich bestätige, die verstehen euch nicht, okay? Ihr kommt in den Laden rein, immer das Gleiche. Ja. Hallo, schönen guten Tag, ja, bitte hier, bitte schön hinsetzen, ja, 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 Nummer 5, mitnehmen, ja, ich mag dir fertig, okay, so mitnehmen, ja, hinsetzen, ja, scharf, nicht scharf, scharf, Hühnerfleisch, Fleisch, nicht Fleisch. Egal, wo ihr beim Vietnamesen Essen bestellt, geht immer mein Vater ran. Aufgrund dieser Aussprache gibt es im Alltag immer wieder Missverständnisse zwischen meinem Vater und der Welt. Wir waren mal auf dem Markt einkaufen gewesen, ohne Witz, der war mindestens genauso voll wie hier. Mein Vater steht am Ende vom Markt und schreit so rüber, ey du, nimm Fick. Ich soll was, Alter? Du soll Fick nehmen. Leute mit so einer Selbstverständlichkeit, du soll Fick nehmen. Leute, ganz kurz, ich wusste, was er meinte, aber der ganze Markt wusste nicht, was er meinte. Ich musste mich blödstellen. Papa, Gegenfrage. Welchen Fisch hättest du denn gern? Nimm 5 Kilo Tittenfick. Ich soll was? Du soll niemand 5 Kilo Tittenfick. Ey, ohne Witz, ey, ihr habt wirklich Spaß mit dem. Aber guck mal, am selben Tag waren wir noch bei Aldi einkaufen gewesen. Leute, keine Ahnung, wie ich jetzt die Situation beschreiben soll, ohne mich jetzt direkt unbeliebt bei euch zu machen. Guck mal, da waren so 3 Jugendliche gewesen, so ziemlich laut am Randalieren, ja, so unangenehme Menschen. So richtige Kanackenkinder, wisst ihr? Na, Köln, ich bin positiv überrascht, dass, ja? Normalerweise kippt hier immer die Stimmung, ja, außer letzte Woche in Chemnitz, da haben sie gejubelt. Die haben sich gegenseitig in die Regale geschubst, wo ich mir denke, warum macht man sowas? Ja, irgendwann waren sie bei uns im Gang gewesen und der andere schubst den anderen gegen die Schulter, war mein Vater. Mein Vater, ganz dezent angepisst, guckt ihn nur an. Ey, du! Mach deine Augen auf, ja? Ich muss zugeben, der Junge hat sich auch entschuldigt. Ich weiß bis heute nicht so genau, ob er es ernst meinte. Er sagte sowas wie, ja, war doch nur Spaß, Herr Jackie Chan. Sind dann weggelaufen. Mein Vater war auf 180, oder wie er sagen würde, 180. Er guckt den 3 nur hinterher und sagt eiskalt, die Juden von heute. Ich sag, Papa, das heißt die Jugend... Ja, ich sag doch, die Juden von heute. Er kann nichts dafür, ja? Apropos Elternteil, ich bin selber Elternteil. Meine Tochter ist mittlerweile 3 Jahre alt. Und wer Kinder hat, weiß, Kinder werden jeden Tag krank, oder? Spätestens, wenn sie in die Kita kommen, was ist da los? Was machen sie dort den ganzen Tag? Sich mit Popeln bewerfen? Ich weiß es nicht, Alter. Meine Tochter letzte Woche wieder krank. Wir waren auf dem Weg zum Kinderarzt gewesen, okay? Warteraum, Jacke ausgezogen, sie hat gespielt. Total süß. 5 Minuten später kam eine chinesische Mutter rein mit 2 ihren Töchtern. Haben dann zu dritt gespielt. Irgendwann kam der Doktor rein und sagte, Herr Tran, Sie sind als nächstes dran. Ich sage, okay, alles klar. Ich gehe zu den 3 Kindern hin, wollte meine Tochter... Ich habe sie oft gehört, aber nie geglaubt, aber die sehen ja wirklich alle gleich aus, Alter. Ich war wirklich sehr verzweifelt. Ich guck die chinesische Mutter an, was macht sie? Gestern lief Bauer sucht Frau und mit dabei war Ralf. So, Ralf hat sich total in Ursula verknallt. Haben wir Bilder von Ralf und Ursula? So, das sind Ralf und Ursula. Links ist Ursula. Rechts ist Ralf. Und wenn ich das sehe in der Mitte, ist da schon was Kleines unterwegs? Nein? Oder vielleicht seine Ex? Wann bitte? Ich höre gerade ein Huhn. Ah, es handelt sich um ein Huhn. So, Ralf und Ursula. Also, und Ralf will natürlich Ursulas Herz gewinnen. Und Ralfs Vater sitzt im Garten, offensichtlich schon sehr lange. Und sieht nicht mehr ganz so lebendig aus, hat aber tolle Tipps für seinen Sohn, schauen Sie mal. Zum Glück steht ihm Vater Hilmar mit Rat und Tat zur Seite. Hallo Vati. Hallo Ralf. Den Sound, den hat doch RTL draufgelegt, oder? Von der Comic-Noise-CD, oder? Das ist doch nicht normal, oder? Will mir doch keiner weismachen, dass er seine Brille nicht geölt hat. Der sitzt vielleicht schon lange da draußen, es hat auch oft geregnet, aber so quietscht keine Brille, wenn man sie von Hand und... So, naja, also Vater ist jedenfalls Hilmar. Und Hilmar kennt sich mit Frauen aus und die Tipps, die er für seinen Sohn hat, sind, ja, glaube ich, passabel. Wie kann ich noch die Ursula noch weiter beeindrucken? Romantik. Alle Frauen lieben Romantik. Wenn sie irgendwo anders mal hinguckt, dann pflückst du eine Pusteblume. Ihr aber nicht direkt ins Gesicht pusten, sondern so, dass die Samen, die Fallschirme so ein bisschen vor der Nase langfliegen. Will ich machen. Oder wenn ihr wilde Erdbeeren oder Himbeeren findet, dann pflückst ein paar. Guck mal, magst du das? Mach ich alles. Alles, was da ist, alles, was man essen kann an Beeren und was nicht. Aber nur das, was er kennt. Was man auch nicht kennt, das frisst er nicht. Ja, das ist auch alles ganz gut. Das sind so ein paar Tipps, die ich dir geben kann. Mach ich alles. Häuptling quietschende Brille hat gesprochen. Natürlich stehen Frauen auf Pusteblumen, oder? Alle Frauen stehen auf Pusteblumen. Wer hier findet es geil, unter den Frauen jetzt mal, ich frage jetzt mal nur die Frauen, welche Frau hier findet es geil, wenn man ihr eine Pusteblume vor die Nase bläst? Ja. Alle, ja? Alle Frauen stehen auf Pusteblumen. So, am Ende hat der Papa dann noch eine Bitte an seinen Sohn. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, Ralf. Gut, dass ich mit dir reden konnte. Das ist meine Aufgabe als Vater, dir beizustehen. Aber eine Bitte habe ich noch an dich. So hört es normalerweise auf. Eine Bitte habe ich noch an dich. Was könnte die Bitte sein? So, wir haben lange überlegt, was könnte die Bitte sein? Verkauf nicht den Hof, wenn ich sterbe. Oder Junge, benutz Kondome. Ja? Oder, weiß nicht, besorg mir Brillenöl. Ja? Was könnte die Bitte des Vaters sein? Nein, es ist eine viel wichtigere, eine viel größere Bitte. Eine Bitte von unglaublicher Tragweite. Gut, dass ich mit dir reden konnte. Das ist meine Aufgabe als Vater, dir beizustehen. Aber eine Bitte habe ich noch an dich. Hol mir ein Glas Wasser. Ich verstehe, dass Sie enttäuscht sind, aber mir ging es auch so. Mein Sohn. Das alles wird mal dir gehören. Hört sich jetzt erstmal klein an, die Bitte, aber man muss dazu sagen, Wasser gibt es nur im Nachbardorf, ja? Und das ist 250 Kilometer entfernt. So, Ralf ist natürlich gleich losgegangen, hat aber unterwegs so viele Pusteblumen gefunden, dass der Vater währenddessen leider verdurstet ist. Schade, so kann's gehen. So, und wie ernst es Ralf mit Ursula ist, bringt er hier nochmal zum Ausdruck. Wenn ich an Ursula denke, dann tut's hier weh. Hier weh. Und geht nicht mehr aus dem Kopf. Und deswegen möchte ich eigentlich mit Ursula zusammen sein und notfalls auch alt werden. Das ist eigentlich ein perfekter Satz. Nur ein Wort falsch, oder? Na! Nein! Das ist so schön gewesen, der Satz. Aber dann notfalls auch alt werden. Ja. Im allerschlimmsten Falle heiraten wir sogar. Ja? Das ist aber nur das Worst-Case-Szenario.